Hallo, liebe Lia. Wir machen heute ein Aufgebraucht-Video. Und wenn ihr wissen wollt, was ich im letzten Monat, also im Monat Februar, aufgebraucht habe, dann würde ich sagen, bleibt ihr einfach dran. Ja, wie gesagt, heute gibt es einen Aufgebraucht von mir. Aus dem Monat Februar. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen spät dran, aber ja, besser spät als nie, würde ich mal sagen, ne? Wir fangen auch direkt an, weil es ist ein bisschen was zusammengekommen. Vieles habt ihr wahrscheinlich schon im letzten Aufgebraucht gesehen, weil es viele Produkte gibt, die ich ausschließlich benutze und die sich dadurch einfach häufen. Ja, aber so ein, zwei Sachen sind auch dabei, die ihr noch nicht gesehen habt. Und deswegen, ja, machen wir jetzt dieses Video zusammen. Als erstes habe ich von Baby Dream extra sensitiv Feuchttücher. Das sind diese hier aus dem Rossmann. Die gibt es ja immer in so einer, ich glaube, so eine Viererpackung ist das. Und die hole ich mir in regelmäßigen Abständen. Die nehme ich quasi, um Swatches zu entfernen, um ja, Pinsel feucht zu machen oder ein bisschen abzureiben und um mein Schminktisch sauber zu machen, um, keine Ahnung, meine Lippen nach dem Foundation-Auftrag sauber zu machen. Also für quasi fast alles benutze ich diese Tücher. Und ich habe da auch hier so eine Spenderbox. Die habe ich mir irgendwann mal geholt. Und da kann man das so schön rauszupfen. Und ja, da ist es mir eigentlich egal, welche Tücher ich nehme. Aber es dürfen nicht welche mit Wasser sein. Weil die mit Wasser, die sind so, die fühlen sich so komisch an. Also total, ich kann es gar nicht beschreiben. Und die machen einfach nichts, gar nichts. Deswegen, einmal das. Dann haben wir, habt ihr auch letztes Mal schon gesehen von Isana, das Trockenshampoo Be Glam mit goldener Tonerde und blumigen Duft. Ja, ich muss wirklich sagen, dass Isana meine Lieblingstrockenshampoo-Marke jetzt geworden ist. Ich finde nicht alle gut, die es da gibt, aber dieses, was immer so ein bisschen limitiert aussieht, hier steht aber nicht limitiert drauf, aber es sieht halt immer besonders aus. Benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ihr seht dann auch noch einen Haul in nächster Zeit. Oder habt ihn schon gesehen, ich weiß noch nicht genau. Und da gibt es jetzt schon wieder ein neues Trockenshampoo. Das habe ich, kann ich euch jetzt schon sagen, noch nicht ausprobiert, weil ich noch einige in Gebrauch habe und auch noch Backups. Und da bin ich gespannt. Ja, ich bin immer nicht so ein Fan davon, wenn so schnell neue Produkte dann irgendwie ersetzt werden, weil man dann keine Chance mehr hat, irgendwie sich einen Vorrat anzulegen. Aber in dem Fall wurde ich bis jetzt von denen hier noch nicht enttäuscht. Die haben ja öfter jetzt mal gewechselt, aber perfekt. Genau. Und das habe ich auch hier nochmal. Also zweimal aufgebraucht. Zwei Stück ist, glaube ich, ein guter Schnitt für einen Monat. So ungefähr. So, dann habe ich Wattepads aufgebraucht von Naturell. Das ist unsere Eigenmarke. Also Globus Eigenmarke. Das sind für mich die besten. Also ich hole mir nur noch die. Die sind nicht so fluffig, die fusseln nicht, die sind halt einfach total solide und das liebe ich. Und ja, ich schminke ja meine Wimpern immer mit einem Augen-Make-up-Entferner ab. Ich weiß gar nicht, ob hier einer mit dabei ist. Ist ja auch egal. Und da geht das einfach am besten. Ja, deswegen einmal Wattepads. Und dann habe ich noch aufgebraucht von Isana Wattepads. Die waren noch offen. Und die habe ich dann jetzt auch leer gemacht.
ich sag mal so, im Falle eines Falles, wenn ich jetzt Urlaub habe oder so und komme nicht in den Markt, dann würde ich auch mir andere kaufen oder ich bin im Urlaub oder was auch immer, ne? Aber wenn ich die Wahl habe und es möglich machen kann, dann greife ich nur noch zu den von Naturell. Genau. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Spargo Moist Glass Wipes. Und zwar feuchte Glasreinigungstücher. Die sind aus dem Action. Ja, die sind solide. Die sind, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen zu trocken. Man kann damit, gerade im Bad benutze ich das für den Badspiegel, kann man schon gut sauber machen. Aber man kann halt dann nur einmal drüber wischen und dann ist das Tuch halt trocken, furztrocken. Aber dennoch benutze ich die recht gerne und kaufe mir die auch eigentlich immer nach, wenn ich bei Action bin. Ja, und kosten auch nur 99 Cent oder so, also von daher geht das voll klar. Dann habe ich einmal Seife aufgebraucht hier von Cien, Milch und Honig. Ja, ist halt eine Flüssigseife. Riecht gut, macht die Hände schön sauber. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. So, dann haben wir aufgebraucht, wir beide, ich und Danny. Isana Men Rasierschaum Hydro von Rossmann. Rasierschaum. Und ja, da ist es uns auch egal, welchen wir benutzen. Ich habe schon lange, lange aufgehört, mir Rasierschaum oder Rasiergel mag ich überhaupt gar nicht, zu kaufen, welches quasi extra für Frauen gemacht ist. Weil erstens ist da weniger drin und zweitens ist es viel zu teuer für das, was es ist. Und wenn einem der Geruch, der etwas männlichere Geruch von so einem Rasierschaum nicht stört, dann ist es vollkommen Schnuppe. Mich stört es nicht und danach geht man eh duschen und dann riecht man wieder nach Blümchen und Konfetti und Glitzer. Und von daher, ja, ist mir das egal. Aber es muss Schaum sein. So, dann hat er die aufgebraucht von Isana Men Duschgel Sensitiv. 3 in 1 Körper, Gesicht und Haar. Das ist dieses hier. Das kaufe ich ihm immer wieder nach. Er findet es auch gut. Früher hat er nie mal Axe benutzt. Aber irgendwann hat er so Ausschlag bekommen und deswegen sind wir dann umgestiegen und jetzt kaufe ich meistens nur noch Sensitives. Aber ja, so ab und zu kaufe ich mal ein anderes. Ich habe auch in meinem Haul, ich werde wahrscheinlich den Haul dann danach hochladen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Zeige ich euch dann auch noch ein Duschgel, was ich ihm zum Ausprobieren mitgebracht habe. Aber ansonsten, das ist okay für ihn. So. Haben wir nochmal Seife. Auch von Cien und zwar Mandel mit Mandelduft. Die fand ich echt schön. Die hat richtig gut gerochen. Und ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich habe zweimal Seife aufgebraucht. Da sind 1000 Milliliter drin. Wir haben in einem Monat 2000 Milliliter Seife aufgebraucht. Okay. Wir scheinen uns sehr häufig die Hände zu waschen. Also ich wasche mir schon oft die Hände. Auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen zu oft. Aber ja. Was soll's. Dann haben wir aufgebraucht von Schauma Anti-Schuppen Classic. Beruhigendes Shampoo mit Aloe Vera. So. Die Story habe ich euch schon im letzten aufgebraucht erzählt. Dieser Duft. Das riecht fast genauso wie Head & Shoulders. Ich liebe das einfach. Ich bin ja sonst eigentlich nicht so ein Aloe Vera Fan, obwohl ich habe auch eine von Hello Body hier diese Tagespflege, aber die riecht nicht so krass nach Aloe.
Ich liebe das wirklich. Ich benutze das nur noch. Ich habe in der Dusche noch ein paar Sachen stehen, die ich noch aufbrauchen muss. Shampoos und auch Spülung. Aber ich nehme trotzdem immer wieder das. Ich sträube mich immer, das andere aufzubrauchen. Aber ich versuche dann immer mal in gewissen Abständen das andere mal zu benutzen. Aber ansonsten, ich liebe es einfach. Ja, ich habe auch schon wieder ganz viele nachgekauft. So, dann haben wir noch einmal Swiss Opal Shampoo, Tiefenreinigung. Auch das ist was, was ich immer wieder nachkaufe, weil ich ja doch, ihr habt es gesehen, ich habe zweimal Trockenshampoo aufgebraucht. Die Katze spinnt hier gerade voll rum. Ich habe zweimal Trockenshampoo aufgebraucht und dann habe ich das ganz gerne mit so einem Tiefenreinigungsshampoo, damit einmal komplett gereinigt wird. Habe ich das ganz gerne, genau. Und es riecht auch schön frisch und ja, also absoluter Favorit. Dann habe ich aufgebraucht von Bilou Apricot Shake ein Shampoo. Das habe ich mir, glaube ich, mal. Alice, das ist jetzt ganz ungünstig. Das habe ich mir mal aus dem Trash rausgenommen. Ich habe den Conditioner noch in der Dusche stehen, der ist noch nicht leer. Aber. Oh, die Katze. Habt ihr das gesehen? Die ist einfach auf meine Schultern gesprungen. So eine Frische. So, genau. Und ja, war okay. Der Duft war ganz angenehm. Leicht süßlich. Das hat mir echt gut gefallen. Also wenn es mal wieder drin ist, würde ich es, glaube ich, nochmal rausnehmen. Aber ansonsten kaufen würde ich es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn es nochmal im Trash wäre, würde ich es rausnehmen. Genau. Es war auch damals schön. Da war halt Shampoo und Conditioner drin. Deswegen konnte man das gut kombinieren. Ja. Dann habe ich aufgebraucht von Neutrogena Hydro Boost Aquareinigungsgel. Mit Hyaluronsäure. Das ist dieses hier. Auch das ist ein absoluter Favorit von mir. Habe ich auch schon wieder nachgekauft. Ich habe gerade noch ein anderes in Benutzung. Und dann werde ich wieder dieses benutzen. Genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Isana Rasierklingen und zwar die Nummer 3. Da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Ich habe diesen Rasierer und benutze halt die passenden Klingen dazu. Der Rasierer ist für mich toll. Ich habe den mir auch schon mal nachgekauft. Also, ja, Preis-Leistung ist auch super, muss man sagen. Dann habe ich aufgebraucht von Garnier Skin Active Augen-Make-up Entferner 2 in 1. Diesen lilan, waterproof. Den benutze ich ja immer zum Reinigen meiner Pinsel für die Lippen-Challenges, weil ich da ja mit so ölhaltigen Farben arbeite. Und ja, mag ich ganz gerne. Das ist auch, übrigens auch gut, wenn ihr von Made by Mitchell die Color Cases habt. Diese Teile hier. Das sind ja so cremige Texturen. Und die gehen relativ schwer vom Pinsel wieder ab, wenn ihr Seife benutzt oder so. Da ist dann so ein ölhaltiger Augen-Make-up-Entferner besser zur Benutzung. Weil da bekommt ihr wirklich rückstandslos alles aus dem Pinsel wieder raus. Habe ich festgestellt. Ja, und dann habe ich noch aufgebraucht von Garnier Mineral Invisible Protection 48 Stunden blumiger Duft. Dieses Teil, das ist das, was so milchig aussieht. Das ist mein absoluter Favorit. Ich benutze nur den. Ich habe mich mit ganz vielen durchprobiert gehabt und ich benutze nur den. Genau. Und der hält auch den ganzen Tag. Also. Da passiert gar nichts. So, dann aufgebraucht eine Zahnpasta Odonil 3. Auch bei Zahnpasta bin ich ein bisschen eigen geworden.
Ich benutze eigentlich nur noch Odol-Mitrei. Und zwar immer die Originale. Keine andere. Ich hatte jetzt mal irgendwann wieder eine andere gekauft. Das funktioniert halt einfach nicht. Es ist einfach nicht dasselbe. Es muss schon das sein. So, dann habe ich aufgebraucht von Ritual of Sakura den Conditioner. Einmal das. Und das Shampoo. Das war in der Glücksbox, Überraschungsbox. Von Rituals gab es mal eine Box. Ich glaube, im letzten Jahr war das. Genau, die konnte man sich bestellen und da war hier Shampoo und Conditioner drin. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir die Originalgröße zum Geburtstag gewünscht habe. Und habe sie auch bekommen. Ja, da freue ich mich ganz sehr drüber. Also, das ist auf jeden Fall auch eine Riesenempfehlung. Das ist einfach toll. Das macht die Haare schön, schön weich und schön glänzend, schön seidig. Man kann die schön durchkämmen. Es riecht unglaublich gut. Und ja, ist auf jeden Fall seinen Preis wert. Das kann ich schon mal sagen. So, dann haben wir noch zwei Sachen. Ja, drei Sachen. Und dann haben wir noch Dekoratives. So, wir haben Isana Clear Up Stripes. Reine Haut. Diese. Auch die kaufe ich mir immer wieder nach. Da sind ja nur drei Stück drin. Und eine Packung nehme ich dann für mein Gesicht. Logisch. Eins für die Nase, eins hier unten für den Kinnbereich und eins hier für die T-Zone. Also so Stirn. Und was das Teil rauszieht, das ist echt Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ja, Empfehlung. Also wenn ihr mal eure Poren befreien wollt von Mitessern oder irgendwas und ihr wollt auch ein Ergebnis sehen, dann kauft euch die hier. Wenn die in der Werbung sind für 99 Cent. Kann man schon mal machen. Dann habe ich von Biotherm eine Probe aufgebraucht. Und zwar Biotherm Blue Brow Retinol Multi-Correct Cream. Genau. Das hier. War ich nicht so ein Fan von. Ja, bei einmal probieren kann man jetzt auch nicht vielleicht sagen, ob die gut oder schlecht ist. Für mich hat es bei dem einen Mal nicht funktioniert. Also die hat gut gerochen und alles, aber die ließ sich nicht verteilen. Und wenn die Creme für mich so weiß wird im Gesicht, also das sah aus, als hätte ich mein Gesicht eingeschäumt, dann ist bei mir vorbei. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Absolut nicht. Ja, aber ja, mein Pröbchen aufgebraucht. Und dann haben wir von Diaderma Pick a Break. Das habe ich jetzt aussortiert, weil das ist schon so alt. Da habe ich mir jetzt mal ein neues gekauft. Seht ihr auch noch. Ja, das kommt weg. Das kann ich gleich hier reinschmeißen. Dann habe ich zwei Nagellacke. Einmal den Essence Active Whitener. Den kaufe ich mir auch immer wieder nach. Der ist so toll. Das ist so ein bisschen lila. Ich glaube, man kann das nicht. Weiß nicht, ob ihr es ein bisschen ahnen könnt, es hat so ein bisschen lila, also eine lilane Farbe. Und wenn ihr das auf die Nägel gebt, dann hat das so einen Effekt. Oh, ich bin schlecht im Beschreiben. Ich kann nicht beschreiben. Wenn ihr das auf die Nägel gebt und da scheint dann die Sonne drauf oder so, dann sehen eure Nägel so richtig schön hell aus, wisst ihr? Also wenn ihr so ein bisschen Verfärbungen habt oder so. Ich habe das manchmal, wenn ich so bunte Farben trage, gerade gelb oder grün,
dass die dann so ein Stain hinterlassen. Genau, und das kann man dann so ein bisschen ausgleichen. Und dann sieht das nicht mehr so schmuddelig aus, wisst ihr? Ich mag neongelben Nagellack total gerne, aber also entweder ihr macht einen Unterlack drunter, aber da bin ich immer zu faul. Oder ihr müsst dann halt damit leben, dass die halt so gelb gefärbt sind und dann benutze ich hier diesen Active Whitener. Ist auch ganz schön dann im Sommer, wenn man einfach so klar was drüber hat, was so ein bisschen heller macht. Und dann kaufe ich mir auch immer nach von Essence den Ultra Quick Dry Top Coat. Da kann ich auch nichts sagen. Also das ist auch ein solides Produkt, macht das, was draufsteht und ja, kann man schon machen. So, jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck und dann kommen wir zur dekorativen Kosmetik. So, okay. Ich habe was getrunken, damit mein Hals nicht mehr so vor Sorgen ist. Und jetzt geht's weiter. Ich habe aufgebraucht von Riva de Loup Brilliant Crush Brightening Under Eye Setting Powder. Dieses hier. Ich weiß nicht, das war vielleicht mal eine Trashbox. Ich habe keine Ahnung. Aber ich fand das richtig gut. Ich meine, das war bestimmt mal eine LE. Weil ich habe es noch nicht wieder gesehen. Also das war auf jeden Fall richtig gut. Und dann habe ich aufgebraucht von Catrice Nude Illusion Loose Powder. Dieses hier. Das war auch richtig gut. Ich bin irgendwie im Moment so ein bisschen mit losem Puder obsessed. Ich habe auch noch eine Beauty Bay Bestellung, die ich euch noch zeigen muss. Da ist auch ein translucentes Puder drin. Und ja, aber das seht ihr dann in einem anderen Video. So. Dann habe ich aufgebraucht von Catrice True Skin Hydrating Foundation in der 010 Cool Cashmere. Diese. Auch das ist ein Produkt, was ich sehr, sehr gerne habe, was ich sehr gerne benutze und was ich auch eigentlich immer da habe. Ich habe, glaube ich, eins in Benutzung und eins in einer helleren Farbe. Allerdings ist das ein bisschen zu hell. Deswegen muss ich mischen. Nee, stimmt gar nicht. Es ist mein letztes. Okay. Also muss ich mir ein neues kaufen. Genau. Und Foundations und sowas bestelle ich mir dann bei Flaconi oder bei Parfüm Dreams, weil da öfter mal Rabatte sind auf Foundations und auch relativ hohe Rabatte. Und da lohnt sich das dann mal, so eine Charge mit Foundations zu kaufen. Wenn die nicht offen sind oder aufgemacht werden oder so, dann passiert da ja nichts. So. Und dann haben wir wieder unsere obligatorischen Augenbrauenprodukte. Im Februar waren es tatsächlich 5 Augenbrauenstifte von Rival de Loup. In der Farbe Coffee. Und was soll ich sagen? Ich liebe die einfach. Ich kaufe mir immer wieder neue nach, damit ich immer Vorrat habe im Falle eines Falles. Und die kommen auf die Idee, das rauszunehmen. Man weiß nie. Und ja, also Monat Februar 5. Ich bin gespannt, wie sich das in den Monaten verändert. Jetzt im Moment benutze ich ein bisschen mehr Augenbrauenpomade wieder. Habe ich für mich jetzt entdeckt. Wieder neu entdeckt. Ja, mal gucken. Kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich habe. Heute früh zum Beispiel muss es schnell gehen, deswegen habe ich Pomade genommen anstatt dem Stift. Aber ja, so. Und dann habe ich noch 2 Kleber aufgebraucht. Und zwar diese hier von Girl Got Lashes. Die Wimpern habe ich noch hier, aber der Kleber, den muss ich jetzt echt aussortieren. Mal sehen, ob ich mir da mal einen neuen hole oder nicht.
ja, kann man ja jetzt auch im Rossmann kaufen. Dann habe ich einen kleinen Duo Wimpernkleber aufgebraucht. Auch da muss ich mir mal wieder einen neuen bestellen. Ich habe jetzt einen großen in Anwendung, aber der geht jetzt auch schon langsam wieder zur Neige. Und den nehme ich ja für alles. Für Wimpernkleben, für Sternchenkleben, für keine Ahnung was. Das ist euer Freund. So. Dann haben wir noch ein Augenbrauenprodukt. Das muss ich aussortieren, weil das nicht mehr funktioniert. Das ist so alt. Und zwar von Maybelline Tattoo Brow Pomade. Das gibt es auch schon gar nicht mehr. Das finde ich total schade. Ich hätte gerne das nochmal gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich bei Vinted nochmal Glück habe. Ich habe relativ viel aufgebraucht, aber es macht keinen Sinn. Es gibt auch nicht mehr richtig Farbe ab. Also von daher, aber das habe ich auch sehr, sehr gerne gemocht. So, und dann habe ich einen Concealer noch aufgebraucht. Und zwar von Riva Loves Me, den Skin Optimizer. Da. Und den liebe ich ja auch total. Der ist total schön deckend, aber fühlt sich trotzdem leicht an unter den Augen. Also ich benutze den ja nicht nur unter den Augen. Ich benutze den komplett fürs Gesicht, weil ich ja relativ viele Pickel und Narben im Gesicht habe, ne? Und ja, der macht alles weg. Ich könnte mir sogar im Sommer vorstellen, wenn man den gut verblendet, den einfach so zu tragen, ohne Foundation und nix. Das ist jetzt hier die 02. Also ich benutze die 02 oder die 01, kommt immer drauf an. Jetzt will er nicht mehr, doch. Kommt halt immer drauf an. Genau, aber das ist auch eine große Empfehlung. Und dann habe ich drei Concealer von Catrice. Und zwar Liquid Camouflage High Coverage Concealer in verschiedenen Farben. Und die habe ich aussortiert, weil auch die schon sehr lange offen in meiner Schublade sind und aber nicht mehr so angenehm riechen. Deswegen dachte ich mir, sollte ich vielleicht mal aussortieren. Genau, bevor die Haut reagiert. Ja, und das war's. Das war mein Aufgebraucht für den Monat Februar. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt mir mal sagen, ob bei den Produkten was dabei war, was ihr auch selber euch mal gekauft habt oder mal ausprobiert habt oder vielleicht auch gerade aufgebraucht habt. Dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentarbox. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon ganz sehr auf euch. Und ja, danke, dass ihr mit mir dabei wart. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!